Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge sprechen wir über China, die eine eigene Kryptowährung rausbringen möchte. Und wir sprechen über Facebook, das die Kryptowerbung-Verbannung wieder aufheben möchte. Aber springen wir gleich mal in diese erste News Story. Und zwar geht es um die People's Bank of China, die Volksbank von China. Die haben jetzt mehr als 40 Patente angemeldet und diese Patente zeigen, dass die Bank in China, die Regierungsbank oder die regierungsnahe Bank, vorhat, eine Art digitale Währung oder sogar Kryptowährung rauszubringen. Jetzt erst einmal, wer Patente anmeldet, das heißt nicht, dass die Patente irgendwie gebraucht werden. Ich denke, Apple, Tesla oder all diese Technologiefirmen haben wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Patente bereits angemeldet. Das heißt aber nicht, dass diese Patente je gebraucht werden. Nichtsdestotrotz denke ich, in diesem Zusammenhang werden die Patente definitiv gebraucht, beziehungsweise ein großer Teil davon. Wieso? In China gibt es momentan und China war ja sehr strikt, was Kryptowährungen anbelangt, oder ist sehr strikt. Also Kryptowährungen, Börsen sind immer noch nicht erlaubt, Minen, also das Schürfen von Kryptos, ist immer noch so ein bisschen eine Grauzone. Nichtsdestotrotz sind viele Bitcoin-Mining-Pools in China, beziehungsweise in Teilen von China verteilt. Und deshalb ist die Regierung immer so ein bisschen in dieser Grauzone, wenn es halt um die Striktheit geht. Dazu kommt, und ich denke, das ist das wirkliche Bild, das wir uns hier vorstellen müssen. In China gibt es momentan in einzelnen Städten eine Art System, bei welchem jeder Bürger eine Art Online-Profil hat, das die Regierung anschauen kann. In diesem Online-Profil ist hinterlegt, ob ich meine Rechnungen rechtzeitig bezahle, ob ich schwarz fahre im öffentlichen Verkehr, ob ich sonstige Strafzettel bekommen habe, etc. Das gekoppelt mit einer Videoüberwachung ist momentan in China am Laufen und das Ziel ist eigentlich, möglichst genaue und akkurate Profile von den Leuten zu erstellen. Diese Profile werden dann gebraucht, um, sagen wir, falls jemand eine Wohnung kaufen möchte oder einen Kredit auf sich nehmen möchte, dass dann das Profil angeschaut wird und dann geschaut wird, ob diese Person zum Beispiel kreditwürdig ist, ob diese Person dazu neigt, die Rechnung zu spät zu zahlen und solche Sachen. Das mag auf den ersten Blick sehr verrückt klingen, ist es wahrscheinlich auch. Ich denke, es ist definitiv ein, ich sag mal, kontroverses Thema. Es ist sehr, sehr kontrovers, vor allem in der westlichen Welt. Aber in China ist das gang und gäbe. Das ist momentan wirklich in Bearbeitung und das ganze System läuft bereits. Nun, wenn wir das mit Kryptos kombinieren, oder gehen wir noch einen Schritt weiter. In China gibt es eine Applikation, die nennt sich WeChat. WeChat ist so ein bisschen wie das WhatsApp von China, aber ganz, ganz, ganz viel größer. In WeChat selber könnt ihr eigentlich alles machen. Ihr könnt Essen bestellen, ihr könnt Essen bezahlen, ihr könnt Rechnungen bezahlen, ihr könnt Restaurantreservationen machen, ihr könnt googeln, ihr könnt Uber, also Taxi bestellen, etc. etc. Also WeChat, mit WeChat kann man eigentlich alles machen und jeder in China ist eigentlich auf WeChat drauf. Jetzt, was bei WeChat noch nicht so richtig integriert ist, natürlich das Zahlungssystem. Nach wie vor werden eigentlich chinesische Yuan gebraucht, um eben via WeChat zu zahlen. Wenn wir jetzt WeChat, diese öffentlichen digitalen Profile und Kryptowährungen nehmen und das alles in einen Topf werfen und zusammenwerfen, dann entsteht natürlich für die chinesische Regierung ein System, mit welchem sie Bürger relativ gut kontrollieren können. Stellt euch das so vor, wenn wir jetzt ein Profil angelegt haben über einen Bürger und wir sehen, dass diese Person immer die Rechnung zu spät zahlt, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man Gelder, sagen wir, Kryptos wurden da bereits integriert, dann könnte man zum Beispiel Kryptos abziehen oder Kryptos hinzugeben. Man könnte auch direkt die Steuern in Form von Kryptos abziehen, wie es bereits, ich glaube, in Deutschland wird das bereits gemacht, und solche Sachen. Also ihr seht, wenn diese Systeme miteinander verschmelzen, und ich glaube, das ist das wirkliche, die wirklich große Vision hinter dieser Geschichte, wenn diese Systeme miteinander verschmelzen, kann man den Bürger relativ gut kontrollieren, auf gute und auf schlechte Art und Weise, weil man den Bürger eben 24/7 kontrolliert, beobachtet und dementsprechend entweder bestraft
oder ihm eine Art Bonus gibt, weil er sich gut verhalten hat oder weil er seine Rechnung zur Zeit bezahlt hat oder zu früh oder was weiß ich. Und mit einer Kryptowährung bzw. einer digitalen Währung kann man natürlich das Ganze viel, viel besser kontrollieren. Solange das Ganze auf der Blockchain ist und sagen wir, die Blockchain ist nur ersichtlich von der Regierung, das kann ja sein. Es kann ja durchaus sein, dass Chinas Bank eine Art digitale Krypto rausgibt und das Ganze auf einer privaten Blockchain speichert, wo nur Regierungs- oder regierungsnahe Organisationen darauf Zugriff haben. Das gibt es bereits. Es gibt bereits heute private Blockchains, also nicht alle Blockchains sind öffentlich. Und dieses System könnte miteinander verschmelzen, mit WeChat, könnte mit den öffentlichen Profilen. Und anhand von diesen zwei oder drei Kombinationen könnte das natürlich noch mehr Macht in die Hand der Regierung geben, um gewisse Strukturen zu kontrollieren, gewisse Organisationen oder einzelne Bürger zu kontrollieren. Ob wir jetzt das positiv oder negativ finden, will ich hier gar nicht kommentieren. Ich denke, das geht fast schon ins Ethische oder sogar ins Politische rein. Und es ist auch nicht mein Ziel, das Ganze zu kommentieren. Ich denke, ich vermute, dass die Bank in China genauso etwas vorhat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann und wie genau, weil was ich mir aber sicher bin, ist grundsätzlich, kommen viele Innovationen oder technische Änderungen oder Anpassungen kommen bei China von der Regierung runter für den Otto-Normalbürger. Hier, ich sag mal, in der westlichen Welt ist es eher so, dass Innovation von unten nach oben geht. Es ist sehr selten, dass die Regierung Innovation nach unten pusht. Es ist eher, eine Firma wird gegründet, ein Startup, und dann brauchen wir diese Produkte oder diese Services, und die gehen dann rauf in Richtung Regierungslevel und werden dann in den Alltag integriert. Bei China ist das ganz anders, es ist komplett umgedreht. Was man jetzt davon hält, sei dahingestellt. Fakt ist, China macht extreme Fortsprünge, was Innovation anbelangt, macht extreme Fortschritte, was Innovationsadoption, also die Adoption eigentlich dieser neuen Technologien macht. Das ist natürlich alles ganz schneller, viel, viel schneller in China. Man sieht es an den Leihvelos, man sieht es an den Leihscooters, an den Elektrofahrzeugen etc. etc. Also das ganze Thema bleibt sehr, sehr spannend. Ich will hier auch nicht groß eigentlich auf die technischen Seiten eingehen. Wir wissen auch noch nicht viel davon, aber wenn das Ganze rauskommt, bin ich sehr gespannt, inwiefern das in bereits existierende Services integriert wird. Nächste Story, sehr spannend, die ist rausgekommen, so ziemlich nachdem ich das Video von gestern heraufgeladen habe, sind diese News rausgekommen. Und zwar hat Facebook und auch Google und LinkedIn und Twitter haben ja ihre Werbenetzwerke darauf gewarnt bzw. darauf gedrillt, dass Kryptowerbung nicht mehr erlaubt sind. Kryptowerbungen wurden komplett verbannt von den Plattformen. Das heißt, wenn ihr ein ICO oder ein Krypto-Projekt hattet, konntet ihr nicht mehr Werbung dafür machen auf dem Facebook-Netzwerk. Facebook hat diese Entscheidung gestern zurückgezogen, sagt aber nach wie vor, ICOs nicht erlaubt, Krypto-Projekte generell nun erlaubt, aber, und das ist das große Aber, ich habe es gestern ausprobiert, ihr müsst eine Art Formular ausfüllen, in welchem ihr euer Produkt oder eure Dienstleistung beschreibt. Und durch dieses Formular bzw. durch diese Anmeldung prüft Facebook, ob ihr ein gültiges Produkt oder eine gültige Dienstleistung habt, die ihr dann auf Facebook bewerben könnt. Facebook möchte natürlich nach wie vor, und das habe ich vor ein paar Monaten, als diese Verbannung dieser Werbung passiert ist, habe ich genau das gesagt. Facebook wird dieses Verbannen eigentlich wieder aufheben. Sie werden es anpassen, sie werden die Algorithmen anpassen und dann wird das Ganze ein bisschen genauer gemacht. Das ist genau eingetroffen. Momentan ist die Situation wirklich so, dass Facebook eben die Algorithmen anpasst, mit dieser Anpassung zusammen gewisse Regeln entfernt und einfach sagt, hey, wir sind immer noch strikt bei ICOs, bei anderen Sachen sind wir nicht mehr so strikt, aber ihr müsst einen gültigen Facebook-Werbeaccount haben, sagen wir. Und für das müsst ihr eben das Formular ausfüllen. Manche Leute sagen da, hey, das ist ein super Zeichen. Gestern hatten wir den Kryptofonds, heute die Facebook-Werbung, die wieder zurückkommt. Wir werden wieder nach oben gehen. Andere sagen, ja, aber Facebook verliert ja User. Und deshalb müssen sie Facebook als Plattform wieder interessant machen. Ich persönlich sehe das überhaupt nicht so. Ja, Facebook
stagniert vielleicht oder wächst nicht mehr so schnell wie auch schon. Ich glaube aber nicht, dass Kryptowährung hier die Problemlösung wird. Ich glaube nicht, dass das Wiedereinführen von Kryptowährung extrem viele Leute auf die Facebook-Plattform holen wird, ganz und gar nicht. Ich denke, Facebook reagiert einfach auf den Markt. Kann auch durchaus sein, dass Facebook einfach mehr mit der Community zu tun haben möchte, beziehungsweise das Ganze besser verstehen möchte, weil sie eben auch selber Kryptowährungen einführen möchten. Von daher, das Ganze bleibt spannend. Ich hoffe, dass Facebook diese Werbung erlauben wird. Ich werde mal mit Blue Alpine versuchen, Werbung zu schalten nach Facebook und dann werden wir sehen, ob das funktioniert oder nicht. Und dann werde ich euch noch ein bisschen zurückberichten und dann wissen wir, wie das Ganze geht. Mit dem, Leute, sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.